Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog bei mir am Kanal. Heute werden wir gemeinsam Bubble Ball testen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wie Fußball, nur man ist so umhüllt von einer Plastikblase. Und mit dieser Plastikblase muss man den anderen wegkicken und versuchen dann irgendwie noch Fußball dabei zu spielen. Das wird sehr, sehr interessant. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Denn ich habe es noch nie gemacht und ich hoffe, dass meine ganzen Kollegen, die ich eingeladen habe, auch noch nie gezockt haben. Aber als erstes, bevor wir da hingehen, nach Düsseldorf ist es nämlich, müssen wir erstmal nach Köln-Bonn zum Flughafen. Dort hole ich meinen Kollegen Johnny in der Food ab, den kennt ihr sicherlich von anderen Videos. Und ja, erstmal fahren wir zum Flughafen, der ist gleich, schon gleich gelandet. Und danach müssen wir nach Düsseldorf, denn um 10 Uhr warten schon alle meine Kollegen dort. Und dann geht's los. Und ich habe schon ein paar Leute richtig wegzukloppen, ich freue mich schon drauf, deswegen komm mit. Haben wir kurzzeitig überlegt, ob ich mit dem Mopeds fahre, aber lieber nicht. Okay, es geht los, Freunde. Richtung Nordosten. Richtung Nordosten. 100 Meter rechts ab. Sonntagmorgens um 8, ne? Ist nichts auf den Straßen los. Das ist unglaublich. Es macht so viel Spaß, Auto zu fahren, wenn nicht so viele Autos auf der Straße sind. Das ist unglaublich. Ey Leute, dass ich sowas noch erleben kann. 4 Spuren. Und fast alle gehören sie mir. Ich kann links fahren. Ich kann rechts fahren. Es ist scheißegal. Unglaublich, kein einziger Stau. Oh, ich liebe Sonntags. Ab jetzt fahre ich nur noch Sonntag. So, da sind wir. Köln-Bonn Flughafen. Seht ihr den da rumlaufen? Das ist der. Was macht der denn da oben? Komm runter, Junge! Ich bin hier unten! Der ist gerade eine halbe Stunde um den Flughafen rumgelaufen. Einfach! Ah. Bist du bereit auf Bubble-Ball? Bist du bereit? Ich mach schon mal ein bisschen heiß, Junge! Wir sind jetzt hier angekommen und ich habe gerade das Auto weggefahren und die ganzen Chaoten warten schon da vorne und manche sind schon reingegangen. Und ja, wir sind auf jeden Fall eine große Truppe, Freunde, und ich freue mich schon mega auf dieses Bubble Ball. Ich glaube, manche wärmen sich schon auf mit Lasertag und andere mit Aerotag, aber da vorne sind die ganzen Chaoten. Guckt euch diese Asis an! Hallo Marco! Hallo! Alles gut. Hey, das kenne ich doch. Ja, das ist von dir. So, jetzt suchen wir mal ganz kurz den Patrick. Da ist der Patrick, den haben wir gesucht. Hi Patrick! Direkt Kamera drauf gehalten, alles gut bei dir? Ja, bei dir? Danke für die Einladung. Ja, gerne, immer wieder. Zack. So Patrick, dann erklär mal hier, was du für eine Anlage so hast hier. Und wie die überhaupt heißt, ich weiß es nämlich nicht. Ja, wir sind die Laserzone-Gruppe, uns gibt es in Deutschland 6-mal bisher. Und wir sind hier im Cosmos Boss, das ist Deutschlands größtes Sportcenter mit über 21.000 Quadratmeter Actionfläche. Ja, Mieter. Ja. Und stellen hier die modernste Lasertech-Anlage Düsseldorfs. Und wie gesagt, wir kommen ursprünglich aus dem Paintball-Bereich. Ja. Lasertech ist hier unser Hauptgeschäft. Bieten hier aber auch an Bubbleball und Aerotech, das ist okay. Das, was ihr heute macht. Mhm. Und demnächst auch Minigolf. Ja, sehr krass. Wir schauen einmal in die Lasertech-Halle rein und dann geht es eigentlich direkt los für euch mit der Action Bubbleball. Das habe ich noch nie gemacht, ich bin sehr aufgeregt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Bubbleball ist mega anstrengend und bei Aerotech, ich meine, ihr wart ja letztes Paintball spielen, dementsprechend könnt ihr mit dem Adrenalin-Rush umgehen, glaube ich. Das geht, ja. Aber trotzdem ist das Adrenalin-Kick, ja, weil du dich mit Pfeil und Bogen wirklich abschießt, ja, und das auch aus 5-6 Meter Entfernung. Ja, ja, klar. Lasertech! Genau, wir sind, wie gesagt, hier in der Laser-Zone und das ist jetzt der Briefing-Raum, wo wir zuerst reingehen, ja. Okay. Sehr, sehr bunt, sehr, sehr hell. Also wir versuchen Lasertech jetzt aus so einem, sag ich mal, Kellergeschäft, ja, irgendwo, wo es dunkel ist, sich keiner reintraut, breit zugänglich für Kindergeburtstage machen, für Junggesellenabschiede oder einfach für Actionfreunde, ja. Sehr, sehr groß. Oh, wir werden schon abgeballert von hinten. Die Ersten kommen schon, ja. Das Game startet gleich, müssen wir uns beeilen, dass wir hier rauskommen. Oh, ich glaube, wir müssen weglaufen. Lauf, Patrick, lauf und dein Leben. Ihr kriegt uns nicht, wir haben sowieso keine Weste. Schnell raus. Ey, wir wurden gerade eben hinterhältig abgeschossen von ein paar Kindern und jetzt lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Wir ziehen uns kurz an und gehen rein und machen sie alle fertig. Wir können das ja, ne? Hier, deutscher Paintballmeister. Sollte kein Problem sein, dass wir da die Punktzahl noch einmal drehen können, ja? Keine Gnade mache ich jetzt. Vorbei jetzt. Einfach dran. Kein Kredit. Achso, ja, okay. Ich hab kein Geld. Personal. Personal, ich habe kein Geld mehr auf der Karte. Ja, okay, das regeln wir sofort. Freunde, das lasst uns nicht gefallen, wie ich schon sagte, wir sind jetzt fertig. Wir machen die kaputt. Ich dachte, du wärst mein Mate! Nein!
Wir haben gerade alle schön abgeballert. Okay, ich wurde einmal Team Attacked von ihm. Okay, ich muss auch sagen, ich habe ihn zurückgeschossen. Freunde, wenn ihr Bock habt, dass ich noch eine Runde hier Laser Tag zocke, einen Tag lang. Mit euch sogar vielleicht, wer weiß. Dann schreibt es in die Kommentare, würde mich auch immer freuen. So, wir sind jetzt hier in den Heiligen Halle, wo wir gleich Bubble Ball spielen. Und was hast du alles für Sportarten hier, die du auch betreibst? Oder wir mit der Lasersonnengruppe betreiben hier genau. Aerotech, Bubble Ball, Lasertech und in Kürze Room Escape und Schwarzlicht 3D Minigolf. So, und hier sind wir jetzt bei Bubble Ball. Die Leute sind hier jetzt schon am Aufwärmen, hier meine Kollegen. Das sind diese Dinger, wie wir gleich stocken. Wie viele hast du davon? Von den Bubble Balls, wir haben 16. 16? Nee, ich glaube 20. Wir haben noch welche in Reserve und wir können quasi auf zwei Feldern gleichzeitig spielen. Ja? Okay. Das ist natürlich Samstags hier. Der Renner bei Junggesellenabschieden. Jeder kann Fußball spielen, aber das ist schon was Besonderes. So, Freunde, jetzt geht's los. Wir ziehen uns jetzt um, kriegen die Bälle über den Kopf und dann. Das wird wehtun, glaube ich. Okay, habt ihr das gesehen, wie das geht? Zieht mal alle eins an. Ui, so. Ja. Ist egal, wie rum. Also, so durch. Ja, genau. Jetzt schon am Schwitzen. Genau, ja, aber direkt in diese Rucksackschlaufen reingehen. Genau, dass du die. Genau, perfekt. Also fallen lassen. Genau, genau. Ja? Ey, das ist gut. Nein, die schießt mich bestimmt mit dem Ball ab. Das wird ein Spaß, du. Die Leute, die schwerer sind, ne? Die machen mich kaputt. Da hat der eiskalt den Nino umgeschmissen. Ey, man hat die ganze Zeit Angst, dass einer von hinten kommt. Ja. Okay, so Leute, jetzt geht's los. Wir rennen aufeinander zu und gucken, wer den Ball kriegt. Da wird keiner auf den Ball drauf gehen. Jeder wird sich an und wegrammeln. Bei los rennt ihr los. 3, 2, 1, los! Jawohl. Also das war jetzt vielleicht 2 Minuten, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ab unser Team! Ey, Vorsicht! Ihr seid bereit, ja? Ja! Die will ein Torero! Welche von zwei Kameras belagert? Eins, zack, 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 zack! Wie lange war das, Patrick? Ja, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde. Oh mein Gott, das ist wie ein Marathon. Ihr müsst auf jeden Fall auswechseln. Ich meine, wir sind, ihr seid 12 oder sowas. Und er sagt das auch noch, er ist voll anstrengend. Ja, warte, komm, ich spiel vorhin auf Fußball. Mhm. Das ist so übel. Richtig übel. Jetzt gehe ich ein Nickerchen machen, eine Umkleide, bis später. Und wie sieht's aus? Klitschnass. Wie war das Gefühl? Ängstlich. Guck mal, ich krieg die Kamera nicht mal gehalten. Es macht Spaß, einfach gegen Leute zu rennen, besonders wenn sie nicht den Ball haben. Das habe ich die ganze Zeit auch gemacht. Aber wenn man selber erwischt wird, ist schon ja, übel, man, ne? Weiß ja nicht, von wo es kommt, ne? Nee. Man hat immer Angst. Man hat den Ball, ich hab den ganzen Tag immer um. Was für ein Ball? Immer, ich scheiß auf den Ball. Und ich, oh, Sky-Werbung. Erzähl mal. Mega anstrengend, aber mega geil. Und? Montelevisione, wie war's? Ja, sehr schön. Geht's alles wieder. Kriegst auf jeden Fall wieder. Wir haben schon erste Verletzte zu beklagen und wie sieht's aus? Mein Rücken. Wo ist es zweimal gefaltet oder was? Super Spaß gemacht. Falsch gefallen, aber sonst alles gut. Ja. Hat mega Spaß. Du warst aber nicht schuld diesmal, ne? Nein, du nicht. Gott sei Dank, wer war das denn? Weil ich hab ich nicht gesehen, kam von hinten. Kam von hinten. Handball anstrengend? Nee. Das ist anstrengend. Schieß! Schieß zu mir! Ah!
Taktik Butterfly hat nicht funktioniert. Deswegen probieren wir jetzt mal die Taktik Vorstoß. Wie denn? Nein! So, wir sind jetzt hier bei AeroTag und das ist hier was mit Pfeil und Bogen. Und was müssen wir da machen? Das heißt, man stellt sich auf der Grundlinie auf, auch wieder Startsignal eben wie beim Bubbleball, rennt man aufeinander drauf zu, muss dann sich erstmal ja, bewaffnen, ja, mit dem Bogen. Ach, ja. Hier. Ja. Da liegen sie. Also halt in der Hand so, zieh es einfach, zielt und... Oh, ey, das tut doch weh, oder? Es geht, es geht. Es geht, also es tut weh, ja. Du kriegst auch so eine Paintball-Maske auf, ah, okay. Weil im Endeffekt, das würde schon wehtun, wenn du... Wo ist er hingeflogen? Richtig anstrengend für die Unterarme, ne? Das macht dich richtig kaputt. Was gibt's hier eigentlich nicht, was dich kaputt macht hier in diesem Sportcenter? Nichts. Es gibt eigentlich alles. Du bist nach 10 Minuten hier total im Arsch, ne? Das ist das, was du mit deinen Gästen machst also, ne? So, Freunde, wir sind jetzt gerade fertig mit dem Bubble Ball, ey. Wir können nicht mehr. So, die ganzen okay. Frauen hier, die spielen ein bisschen Bowling. Was war das denn für ein Wurf? Jetzt zeige ich euch, wie das geht, Freunde. Mit Effet und alles. Aber ich habe leider die falschen Schuhe an, aber ist egal, sieht keiner. So, Freunde, boah, wir sind richtig kaputt, richtig Laune gemacht. Bam! Wir haben wirklich alles ausprobiert, angefangen von Bowling, Bubble Ball, Laser Tag. Tennis, Arrow, wie heißt dieses? Was ist das? Arrow Tag? Arrow Tag, genau, so ist das. Das war ein krass Wegetag, das Mann. Ja, alles rot. Okay, es hat richtig Spaß gemacht. Aber am meisten hat mir Spaß gemacht, Bubble Ball. Alter, das war so geil. Ja. Aber es ist nur schade, dass man einfach keine Power mehr hat. Ja, nach 10 Minuten. Und man schwitzt halt übertrieben, ne? Ja, es ist. Also teilweise, also wenn man nicht aufpasst und man kriegt eine gebrettert, dann tut das richtig weh. Also es ist nicht so, dass es nicht weht, es tut richtig weh. Aber wir haben auch nicht nach den Regeln gespielt. Das genau. Halt auch das normalerweise ist das so, dass man nur auf den Ball, den Ball hat, ne? Drauf geht, aber wir haben so gemacht, wir sind einfach drauf. Einfach drauf gelaufen. Einer steht so ganz easy und auf einmal vorne, bam, von hinten, ey. Das war schon richtig übel. Aber naja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, krasse Anlage. Und wir gehen jetzt nach Hause, ne? Krasse Anlage hier. Bisschen duschen. Und morgen können wir es nicht bewegen. Ey, morgen. Kein Millimeter. Los.